Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Auflösegeschwindigkeit eines Salzes. Erklärt anhand dem Versuchswort 2 vom Praktikum Physikalische Chemie. Zur Aufgabenstellung. Wir wollen die Geschwindigkeitskonstante K, die Diffusionskoeffizienten D und die mittlere Schichtdicke Delta bestimmen. Theorie im Hintergrund. Der Auflösevorgang eines Kristalls in Wasser findet immer an der Phasengrenze fest flüssig statt und kann in zwei Teilschritte gegliedert werden. Zum einen das Herauslösen der Ionen und Moleküle aus dem Kristallverband und zum anderen der Transport und Diffusion dieser Teilchen in noch ungesättigte Lösung. Die Geschwindigkeit des Auflösevorgangs wird immer von dem Teilschritt bestimmt, der langsamer ist. In unserem Fall ist das der Transport und dann kann man auch sagen, der Auflösevorgang ist diffusionskontrolliert. An der Oberfläche eines sich auflösenden Kristalls ist immer eine gesättigte Lösung. Und diese Schicht kann durch Umrührung der gesamten Lösung sehr dünn gehalten werden. Und diese Flüssigkeitsschicht hat die Stärke Delta und wird auch Nernste Diffusionsschicht oder einfach Grenzschicht Delta genannt. Die bestimmen wir ja noch. Zum anderen kann durch Umrührung die Konzentration jeder Lösung nur von der Zeit abhängig gemacht werden, da alle Konzentrationsunterschiede sofort ausgeglichen werden. Im Endeffekt ist also die Auflösegeschwindigkeit eines Kristalls nur von der Diffusion innerhalb der Schicht Delta abhängig. Und es kann auch durch das erste Fick'sche Gesetz beschrieben werden. Die Messung erfolgt jetzt mit einem Konduktometer mit einem Temperaturfühler und wir wollen die elektrische Leitfähigkeit der Lösung bestimmen. In unserem Fall benutzen wir einen Gipskristall, also CaSO4. Zur praktischen Durchführung. Zuallererst müssen wir den Kristall, den wir benutzen, ausmessen, so genau wie möglich, um die Oberfläche abschätzen zu können. Dann haben wir hier den Aufbau. Wir haben einen Konduktometer mit einem Thermometer. Das befindet sich in einem kleinen Becherglas mit Magnetrührstäbchen, in dem wir 100 ml Wasser einfüllen und später auch den Kristall. Dieses Becherglas befindet sich in einer Petrischale, die mit Wasser auf Raumtemperatur gefüllt ist. Und das Ganze befindet sich auf einem Magnetröhrer. Im ersten Schritt wollen wir die Eigenleitfähigkeit des Wassers bestimmen. Dafür füllen wir in das Becherglas nur das Wasser ein und messen mit dem Konduktometer so lange, bis die Temperatur konstant bleibt. Dann füllen wir den Kristall ein und stoppen die Zeit. Wir fangen an, alle 2 Minuten die Leitfähigkeit zu notieren, nach 10 Minuten alle 5 Minuten und das für einen Zeitraum von 1 Stunde. Wenn wir das gemacht haben, wird nochmal die Leitfähigkeit von einer gesättigten Gipslösung bestimmt. Und das war's auch schon. Kommen wir zur Auswertung. Hier sehen wir einmal eine Tabelle, wie die Messergebnisse aussehen können. In der ersten Spalte haben wir die Zeit in Sekunden. In der zweiten haben wir die Leitfähigkeit in Mikrosiemens pro Zentimeter. In der dritten haben wir die Leitfähigkeit korrigiert in den Blindwert, also um die Eigenleitfähigkeit des Wassers, was wir bestimmt haben vorher. In der vierten haben wir die Zeit in Grad Celsius, die wird gemittelt. Und in der letzten Spalte haben wir den Ln von K0 durch K0 minus K. K0 ist die Leitfähigkeit unserer gesättigten Gipslösung. Zur Auswertung der Geschwindigkeitskonstante K, die wird grafisch bestimmt. Dafür tragen wir den Ln von K0 durch K0 minus K gegen die Zeit auf und erhalten eine Gerade. Und K ist die Steigung dieser Gerade und kann durch die RGP-Funktion ermittelt werden. Hier sehen wir das in grün. Und K ist in unserem Versuch 1,02 mal 10 hoch minus 4, 1 auf Sekunde. Den Diffusionskoeffizienten D, er wird rechnerisch nach einer Beziehung von Nernst bestimmt, die Formel sehen wir hier. R ist unsere Gaskonstante, T ist unsere gemittelte Temperatur, F die Faraday-Konstante und Lambda ist die Äquivalenzleitfähigkeit von Kationen und Anionen. Die müssen wir für unsere eigene Temperatur interpolieren, mit Werten, die wir im Skript gegeben haben. Wenn wir das gemacht haben, können wir D einfach berechnen. In unserem Versuch haben wir einen Wert von 7,23 mal 10 hoch minus 10 Quadratmeter durch Sekunde. Kommen wir jetzt zur Schichtdicke Delta. Hier wird mit der gegebenen Formel Diffusionskoeffizient mal Fläche, Oberfläche des Kristalls durch Geschwindigkeitskonstante mal Volumenlösung gerechnet und da erhalten wir einen Wert von 3,67 mal 10 hoch minus 5 Meter. Alle Angaben und Bilder aus dem Praktikumsskript Physikalische Chemie 2 oder der Durchführung im Labor.